Herzlich willkommen, liebe Weinfreunde, zu einem neuen Video der Weinheimat Württemberg. Die Felsengartenkellerei Besigheim, die Laufner Weingärtner sowie auch die Weingärtner Stromberg-Zabergäu arbeiten aktuell an einem neuen Projekt, und zwar zusammen mit der Hochschule Geisenheim und der Lernversuchsanstalt in Weinsberg zusammen. Das Thema: steile Weine. Und was sich dahinter verbirgt, da habe ich natürlich jemanden auch bei mir, der da weitaus mehr darüber weiß, und zwar Herr Rembold. Sie sind Vorstand der Laufner Weingärtner, und jetzt zunächst einmal zu diesem neuen Projekt. Was sind diese Ziele? Was steckt dahinter? Also zunächst mal wollen wir uns einstellen auf die neuen Gegebenheiten, neue Konsumenten, neue Verbraucherwünsche, neue klimatische Bedingungen und neue Märkte. Und so wollen wir uns einfach von den traditionellen Geschichten eher wegbewegen und gucken, was können wir machen, was können wir ändern, um dem Kundenwunsch einfach zu entsprechen und auch unsere klimatischen Vorgaben zu erfüllen. Und vielleicht, das wäre eine ganz nette Geschichte, noch ein bisschen mehr Pflanzenschutz einsparen. Sie hatten gesagt, Rebsorten. Kann man da verraten, was so gesagt die Rebsorten von morgen sind, was da so Beispiele sind? Ja, die Rebsorten von morgen sind vielleicht sogar die Rebsorten von gestern schon. Wir haben also verstärkt in unserem Versuch mediterrane Sorten, die es schon lange gibt, aber nicht bei uns. Und dann aber auch ganz neu gezüchtete, sogenannte Piwis, also pilzwiderstandsfähige, die einfach mit weniger Pflanzenschutz auskommen und eine andere Aromatik haben. Und da gucken wir einfach, was passt hier in die Lagen, was können wir nachher im Keller entsprechend ausbauen und dann mit unserem Marketingkomplex einfach auch, was schmeckt dem Kunde. Gerade jetzt nochmals auch zu dem Anbau. Werden die dann partiell, also in unterschiedlichen Lagen angebaut, oder ist es dann schon auch wirklich sortenmäßig einheitlich? Nee, also wir haben es tatsächlich so, dass auf den Parzellen, richtig versuchsmäßig angebaut, auf den Parzellen die unterschiedlichen Rebsorten nebeneinander stehen, dass wir wirklich die Vergleichbarkeit auch haben und nachher sagen können, Mensch, in die ganz hitzigen Lage passt diese Rebsorte schon nicht mehr, aber die anderen beiden entwickeln sich gut, sodass wir da ein bisschen Vergleich machen. Irgendwann in 10, 15 Jahren sagt man dann wahrscheinlich, jetzt müssen wir die Sortenvielfalt auf der Parzelle ein bisschen bereinigen, dass man wieder ordentlich arbeiten kann. Das kommt dann sicherlich im Nachgang. Und wann könnte jetzt ein Kunde den Wein in der Flasche erwarten? Gibt es da schon bestimmte Daten? Ja, ich sage jetzt einfach mal März nächsten Jahres, weil da können die ersten Kunden werden da schon befragt zu dem, was wir haben, aber natürlich nicht die breite Masse. Da machen wir ein bisschen Kundenumfrage, also richtig mit Verkosten, mit allem drum und dran. Auch nicht nur hier bei uns, weil der Kunde sitzt ja überall, da wo er wohnt. Und da machen wir in einigen größeren Städten Deutschlands einfach schon intensive Befragungen, auch sensorische Befragungen. Also kriegen die Leute wirklich ein Gläschen in die Hand und können sie sagen, Mensch, der schmeckt mir gut, der schmeckt mir nicht gut. Oder sie können sagen, der schmeckt nach Gummibärchen oder was weiß ich. Sprich, man sollte mal schön gespannt bleiben und im März mal Ausschau halten. Wie ist denn das aber jetzt auch noch gerade zum Ausbau, also für den Kellermeister? Ist es schwierig, die Handhabung, oder hat man tatsächlich Erfahrungswerte, wie man mit solchen Sorten umgeht? Also jede Sorte reagiert ganz anders, nicht nur im Anbau, auch im Ausbau, im Keller tatsächlich. Und was wir hier, ist auch ein bisschen eine Innovation, was hier wir uns angeschafft haben, sind kleine Maischegärtöpfe. Bisher war Versuchsausbau in den staatlichen Stellen immer Erwärmung. Also sprich, man hat seine Trauben genommen, erwärmt. Erwärmen muss man deshalb, oder Maisch gären, um die Farbe auszulaugen. Und da haben wir jetzt für kleine Partien bis 20 Kilo einfach Vorrichtungen gekauft, dass man tatsächlich Maische gären kann, also das traditionelle Verfahren, das auch zu den Sorten passt. Denn es bringt nichts, wenn ich das Verfahren anwende, das später in der Praxis keinerlei Relevanz hat. Herr Rembold, danke für diese tollen Neuigkeiten über das Projekt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, und ich denke, ja, man kann gespannt bleiben.